Was geht ab, meine liebe Freunde? Wir sind hier gerade hier am Kutschi und ich würde sagen, mein Name ist Six All in the Mix und herzlich willkommen wieder zu einem Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, bevor das Video beginnt. Was geht ab, Freunde? Alles klar? Sagen wir mal Hallo einfach. Ja, aus Respekt. Ja. Freunde, wir haben die Leute aus der Hood getroffen, Schamweber. Ja, man hört ja so viel von der Schamweberstraße. Und ich würde sagen, fangen wir an, oder? Ich zeig mir die Hood, wir sind gerade am Kutschi. Ich würde schon mal am Platz. Ja, komm, wir gehen erstmal direkt rüber. Okay, ich folge euch, Freunde. Komm. Wie lange machst du Musik? Ich bin 24. 24, okay. Ja, und jetzt so Musik mache ich vielleicht 2,5 Jahre so. Hab angefangen so mit Insta-Handy-Videos. Okay, krass. Aber so, ich interessiere mich schon viel länger dafür. Ich habe immer so unter Freunden, wenn wir draußen waren, wir haben Parts gekickt. Ich habe nicht diesen Drang jetzt, ich muss jetzt unbedingt was erreichen. Ja. Ich mache es einfach, weil es Spaß macht. Rugan 5.1. Rugan 5.1, ist auch dein Künstlername, ja? Richtig. Also, mein Fahrrad da? Schau gleich ab. Ist der geilste, Digga. Wie heißt du nochmal, Bruder? Ich bin Ahmad, Bruder. Ahmad. Dich kennt man in der Schanauge. Ja. Ja? Okay, sehr gut, sehr gut. Trinken, ja. Musik ist an, wa? Ah, ne, keine Musik. Perfekt, perfekt. Ich grüße euch. Grüße euch. Da ist von Cousin, ne? Okay, okay. Wie geht's dir? Alles gut? Aber ist das jetzt schon die Schamweber Straße? Nein. Ja, wir sind schon auf der Straße. Ach, das ist, die ist super lang, wa? Faux Bro natürlich, ne? Wir gehen jetzt einfach mal weiter und checken die Gegend. Die Jungs scheinen sehr, sehr positiv zu sein. Wie alt bist du? 35. Wann bist du geboren? 86. Du? Gleich. Also gleich, ja, ich wusste es. Ihr seht es in den Augen. Hi, okay. Bei den Jungen siehst du es auch in den Augen. Ja? Wer jung ist. Bei mir, ey, bei mir noch nie hat jemand gedacht, ich bin 24. Jeder 24. Ich bin 18, 19. Ja, du bist so 20, würde ich dir auch geben. 20, ja. 20. Ja. Deine Augen sind noch jung. Ja. Hab ich auch gemacht, sehr lange. Breakdance. Habibi, sei du, wir gehen weiter, ja? Wir hören uns. Ich danke dir, ja? Fitness mache ich, wenn ich zum Fitness gehe, das ist so, dann mache ich so ein bisschen Cardio, also fürs Boxen. Also nutzt nichts, du willst lieber so leicht und schnell sein. Ja, ja. Ich verstehe, bei uns genauso gewesen. Breakdance immer leicht, leicht. Athletisch aussehen. Richtig, ja. Ich muss mal ehrlich dazu sagen, ja. Was in Berlin vielleicht zum Beispiel, also von den Jahren 2000, 2001 und so, ja. Da war Klickstraße schon bei so in deinem Alter, ja. Da viele aus Neukölln und so, die kennen den Namen, weil unsere Älteren, die haben schon echt krasse Sachen gemacht. Ich muss halt so vorstellen, Reinickendorf klingt halt harmlos, ja. Ist auch eigentlich jetzt im Vergleich zu Neukölln und so, natürlich, ja. Weißt du, so, da hört man viel mehr, aber so, es gibt hier Ecken wie ja. Schamweber, wie Residenzstraße, ja. Wie Märkisches Viertel. Da geht's schon ab. Die kannst du direkt mal füllen. Das ist der beste Pizzaladen von uns. Dann schauen wir mal hier. Du weißt doch, unseren Kollegen, den du unten an der U-Bahn getroffen hast. Ja, gerade eben. Gerade eben. Der Laden von seinem Vater. Achso, okay, krass. Also alles familiär bei euch. Ja, ja. Okay. Krass. Das ist der Laden, ja? Zeigen dir jetzt den dritten Welthof. Ja, den dritten Welthof. Okay. Interessant. Ich prüfe meinen zigeunischen Bruder, was ist denn jetzt hier? Achso, verstehe. Tschüss, Digga, hier geht's ja richtig ab. Ich grüße dich. Ja. Ist fresh, aber auf jeden Fall ein bisschen Lifestyle ist schon dabei, wa? Tschüss, Digga. Und das. Jetzt ist doch mal her. Diese Drecksecken sind ein bisschen versteckt bei uns. Ich verstehe, ja, sehe ich es gerade auch. Das heißt, die chillen, machen ihr Ding jeder, ja? Oh, das mein. Chill, Digga. Chill. Mit Brot. Ballert richtig bei euch. Schon 100 Mal angepissen, keine Ahnung, und die rennen immer wieder drauf. Ja. Der wurde was angepissen? Alles, die Kinder machen alles. Ja, scheiße. Aber auf jeden Fall, hier hat es angefangen mit diesen Zigeuner, dass die hier das Haus, diese Häuser übernommen haben. Krass, wie die Häuser aussehen, Bruder. Warte mal, ja, lass mal kurz näher rangehen zusammen. Unnormal, Digga. Die Tischtennisplatte kenne ich auch, 90er Jahre, Alter. Vorher, also das Haus hier, wo wir hier drin sind, hat angefangen. Ja. Und jetzt langsam seit paar Monaten übernehmen die das hier alles. Okay. Also die kommen hierher und machen dann, aber zahlen die Miete ja, aber? Ja, ja. Respektieren alle Freunde, Menschen. Die Zigeuner sind, aber ich auch, sehr viele Zigos. Viele denken, dass Zigeuner eine Beleidigung ist, aber meine Freunde, die Zigeuner sind, nennen sich auch selber Zigeuner, deswegen alles cool. Cool, aber okay. Auf jeden Fall, hier, du weißt doch, hier wohnen zum Beispiel 30 Leute zusammen in der Wohnung, 20 Leute und dann kann man sich die Miete doch leisten. Meinst du, weil die auch wirtschaftlich ein bisschen in einer Notlage sind, oder? Ja, die sind halt. Oder die sind familiär immer schön zusammen. Ich muss dir auch ehrlich sagen, die Notlage, weil du weißt, die meisten können überhaupt kein Wort Deutsch. Ja. Sogar manche kleine Kinder hier können kein Deutsch. Von dir, wenn du die kleinen Kinder spielen siehst, die können manchmal kein Deutsch. Okay. Und die sind halt viele, die hier zum Beispiel, nicht alle, aber die hier machen ihr Geld mit Clown.
Verstehe. Vorhin noch, bevor du gekommen bist, vor eine Stunde, anderthalb Stunden, waren da in der Ecke, standen da, glaube ich, 8 Fernseher und komplett Elektrosachen. Und die haben mit dem Einkaufswagen, haben halt die Frauen alles transportiert. Vorne krass. Dann hat Transporter abgeholt, das verkaufen. Aber wie klauen sie? Wo gehen sie klauen? Überall. Die klauen, die gehen auf Baustellen und klauen da Metalle. Oder halt so Sachen Schrott, den die verkaufen können auf Schrottplatz. Die gehen. Krass. Die gehen. Also, die machen aus alles Bares. Vorhin hat noch ein kleiner Junge, der ist 6 Jahre alt, also kam auf dem Fahrrad und hat vom Woolworth im Angebot 3-4 Packungen geklaut. Diese, kennst du diese Plastikverpackung, die du dann in Tiefkühl machst für Eis, selber Eis machen? Ja. So, das kam mir so. Okay, krass. Und alle Kinder auf ihn gesprungen. Hey, gib mir auch einen. Und schaut euch das an, Freunde. Krass, Alter. Und meine Kindheit hier, also ich habe geboren, bin ich ja 97, da haben wir Klickstraße gewohnt, okay, da gehen krass. Wir ja noch hin. Und damals, wie gesagt, eigentlich war damals, Klickstraße auf jeden Fall, war viel schlimmer als heute. Echt, Weil unsere Älteren, da gibt es ein paar Geschichten, da musst du auch ehrlich sagen, ja. Die Hälfte war wirklich lange im Knast, lange Jahre. Die Hälfte wurde komplett abgeschoben nach überall, wo die herkamen, okay, Bosnien, Libanon, was weiß ich. Also krasse Vorfälle dann auch. Sowas hier ist auch sehr, sehr faszinierend. Ja, was auch, ich weiß nicht, ob die Gangway was sagt. Gangway? Nee. Gangway ist sowieso eine Art Outreach. Das sind so Jugendsozialarbeiter. Genau, das kenne ich ja. Und Gangway ist ja lange schon bei uns in der Klickstraße gewesen. Und die haben immer so, zum Beispiel den Fußballplatz, den wir hatten, haben die neu gebaut. Später wirst du sehen, Baustelle, die haben jetzt wieder neu gebaut. 2,6 Millionen Euro haben wir. Haben die echt, haben die Geld reinvestiert. Und so Wäsche nach außen einfach, oder was? Wer auf dem Erdgeschoss wohnt? Ja, du kannst ja, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast. Wenn wir wieder in den anderen Hof gehen, kannst du sehen, am Balkon hängen Mülltüten. Ja, yeah, habe ich gesehen gerade oben, Pfandflaschen und so. Ja, genau. Warte mal ganz kurz. Ich meine, ist nichts Ungewöhnliches, aber sowas lagere ich zu Hause halt, ne? Ja, ja. Schau mal hier, die Tür hat auch schon was mitgemacht, ne? Alle Türen hier sind auf jeden Fall 24 Stunden offen. Hier gibt es einen Kiosk mit einem Friseur gleichzeitig. Die Jungs haben mich jetzt hergebracht und erklärt mir was dazu. Krank. Ja, wir haben einen Kollege, der hat hier von einem alten Besitzer den Kiosk abgekauft, hat einen Spätkauf gemacht und ein paar Monate später hat er noch einen Friseurladen mit eingebaut. Und hier hat er dann selber gebaut, das alles. Krass, Mann. Und da hinten hat er den Friseur gemacht. Da ist der nette Mitarbeiter. Mama, du. Was grad, Bro? Der schönste Mann hier. Ja. Richtig, mit Flow kommt er an. Geil, Mann. So ist das. Gut, grüß ihn raus, Bro. Grüß ihn raus. Alles klar, Bro? Sehr gut, sehr gut. Und auch alles Reinickendorf, ja? Ja, genau, richtig. Krass. Das ist der Gang zum Friseur. Geil. Alle wissen, alle Bescheid wissen. Hier war Tony Montana. Alle Bescheid wissen, das hier. Der von meinem Kumpel, das ist der beste Friseur in der Scharweber Straße. Ganz Scharweber Straße. Beste. Boom! Das ist der beste. Hier komme ich auf jeden Fall mal Haare schneiden. Hier ist das. Ein Kiosk, meine Damen und Herren. Und ein Barbershop im Kiosk drin. Weiter hinten. Allein der Eingang ist schon Gold. Mann, auf jeden Fall der Eingang allein schon. Geile Bilder, oder? Das ist krass. Wir chillen. Mal eine andere Welt, Freunde. Es ist so, als ob man echt in eine andere Welt eintaucht. Von Kiosk zum Barbershop. Guck mal hier, das Klickstraße 37. Ja. Das waren hier die beiden diese Erdgeschosswohnung komplett war Bordell. Okay. Und das war ewig. Und jetzt vor einem Jahr oder so, in der Corona-Zeit auf jeden Fall, beim ersten Lockdown hat der geschlossen. Jetzt sind hier Familien. Und weil immer noch die ganzen Freier hier klingeln kommen, haben die hier. Der P ist ausgezogen. Fuck, Bro. So läuft der Scheiß. Krass. Ja, heftig, Alter. Weißt du, die Freier sollen sich nicht mehr blicken lassen. Und die kommen ab und zu trotzdem klingeln, oder was? Anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Wenn die nicht lesen können, natürlich. Ja, ja, da gibt es da viele, die kommen direkt Koks und die Rimpfen, denkst du, die reden das, die klingeln. Und im Internet, ich glaube nicht, dass im Internet aktualisiert wird, so, ey, wir sind umgezogen. Oder ihr seid die Besten, ohne Scheiß. Das war auf jeden Fall es wert, herzukommen, auch hier, in die Gegend hier auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter auf jeden Fall vorne. Ja, das Klickstraße. Ist Klickstraße. Die Höfe hier. Okay, auch krass, Mülltonnen, ich meine Müllsäcke so draußen. So. Geil, auch hier so ein bisschen Graffiti, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen Malereien auch. Hier ist so Klickstraße ist von unserer ganzen Gegend, so von Scharnberg, das ist so sozusagen die Zentrale. Weil wir gehen wirklich echt auf den Fußballplatz, da treffen sich immer. Okay. Das sind so die Wohnhäuser. Ich habe früher in dem Haus hier gewohnt. Aha. Krass. Aber die Bauten sind schon relativ modern, vor allem diese hier, würde ich sagen. Ja, da ist Bombe auf. Das ist moderner so ein bisschen schon, wa? Oh, das, wobei das schon so 90er Jahre ist vielleicht. Vibes Scharnweber Straße, Alter, ey! Ich habe auch gehört, dass bei euch auch immer nachts die Polizei ist. Oder nicht nur Polizei. Die sind einfach ausgestiegen, Die haben einfach mich mit Kabelbinder gefesselt, einfach so, und sind eingestiegen und weggefahren. Ja.
Was ist denn das für eine... Bin ich so nach Hause... Was ist das denn, Digga? Bin ich so nach Hause, bis ich irgendeine Wand gefunden habe, wo ich mich so abreiben konnte. Das aber kannst du auch Leute anzeigen, Alter. Ja, aber wenn einer sagt und zwei, drei Kripos sagen nein... Hast oder? Du verloren, ja? Wortwörtlich. Okay. Unschuldig. Und denkst du, die glauben so ein wie von uns? Das heißt, man wird immer abgestempelt, ja? Natürlich, Bruder. Das ist doch normal. Also, das heißt, die Polizisten haben sich auch verändert im Laufe der Jahre. Hallo. Das war der Kollege mit seinem Kollegen, ja? Die zwei Brüder. Freunde, ich danke euch auf jeden Fall für diese kleine Rundführung. Ich kenne mich auch so viel mit diesem Social Media Zeug, aber abonniert, teilt, like, aktiviert die Glocke. Macht alles. Alles, was Gutes. Sag nochmal ruhig deinen Namen. Rugan51 auf Instagram. Rugan51 und Freunde, alles ist nochmal verlinkt, wenn ich ihn kurz unterbreche. Bombe. Alles in der Infobox, ganz, ganz wichtig, doppelt und dreifach. Und Instagram seht ihr von ihm. An der Stelle Grüße an meinen Bruder Schräg. Ich küsse deine Augen. Bester Mann Schräg. Auch krass, dass ihn auch kennt. Alles so vernetzt. Einstein, echt krass. Auch krass, Mann. Auch seine Mucke auch krass. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich kenne den nicht, aber trotzdem Grüße. Grüße ihn raus. Bruder ist mein Bruder. Geil. Salam, Jungs. Ich danke euch. Kein Problem. Wir sehen uns das nächste Mal demnächst. Haut rein, Freunde. Leute, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Spielt nicht an euch selbst herum, sonst rutscht dann auch.